Herzlich willkommen zu Frau und Geld, der Erfolgspodcast mit Amata Bayerl. Amata Bayerl hat den Weg gemacht von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin und zeigt dir, wie auch du dein Einkommen verdoppeln oder vervielfältigen kannst, dir ein automatisiertes Einkommen aufbaust, das verdienst, was du wert bist und ein erfolgreiches und erfülltes Leben führen kannst. Schön, dass du dabei bist. Ja, schön, dass du heute wieder da bist. Heute kommt mein Gruß aus Costa Rica und ich grüße dich so, wie man hier begrüßt wird, mit Pura Vida. Pura Vida an sich übersetzt mit reines Leben bedeutet aber schlicht und ergreifend für die Costa Ricaner eine Lebensweise. Eine Lebensweise, dankbar zu sein für das, was sie haben. Und Pura Vida wird zur Begrüßung genannt, wird genannt, wenn man etwas toll findet, wird immer wieder gesagt und wird vor allem hier gelebt. Costa Rica ist ja ein wunderschönes Land, ein Land, wo es viele Tiere gibt, viele Schmetterlinge, so handtellergroße Schmetterlinge, also blaue Schmetterlinge habe ich ganz viel gesehen hier. Es gibt Kolibris, es gibt ganz viel Monkeys. Übrigens, wir waren heute wieder unterwegs und haben diese Brüllaffen gehört, die ja wirklich sehr, sehr laut sind. Wenn man sie aber dann sieht, die sind zum Teil winzig klein. Also es ist echt erstaunlich, dass die so ein lautes Geräusch von sich geben können. Ja, und Costa Rica hat wirklich es geschafft, ein Land zu sein, wo über ein Viertel der Fläche unter Naturschutz steht. Also Nationalparks, Schutzgebiete und auch Indianerreservate noch. Und es gibt von der UNESCO zum Welterbe erklärte Gebiete. Costa Rica ist unheimlich abwechslungsreich. Es hat nebelverhangene Hochtäler, aber es hat auch Mangrovensümpfe, es hat an der Küste Korallenriffe, es hat Vulkane, hat Trockenwälder, hat Bergketten, Vulkane, hat grüne Inseln, hat ganz viel Grün und hat viel Meer. Pazifik und Karibik. Wir sind ja im Moment auf der karibischen Seite und auf der karibischen Seite ist noch intensiver das Pura Vida zu erleben und zu erspüren. Übrigens ist Costa Rica, wird als eines der glücklichsten Länder der Welt genannt, auch wo die glücklichsten Menschen leben. Und das, was wir hier so wahrnehmen, ist tatsächlich so. An der Karibikseite, an der Karibikküste findet man viele so knallbunte Holzhäuser, oft auch Stelzen. Man findet menschenleere Strände, man findet ja viele Vögel, Tukans, übrigens auch Papageien findet man in Costa Rica viel, aber weniger an der Karibik, die haben wir mehr auf der Pazifikseite gesehen. Hier an der Karibikküste, da gibt es Einsamkeit, es gibt Fischerkähne, es gibt Geruch nach Meer und nach Kokosnuss und es ist unheimlich entspannt hier. Dieses entspannte Dasein, entspannte Leben, dieses Pura Vida, das ist hier überall zu spüren. Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, jeder fährt ganz gemächlich dahin. Wenn man an den Obstständen schaut oder an den Ständen, wo Surfbretter verliehen werden, die Menschen sind glücklich und dankbar, wenn irgendjemand ein bisschen was einkauft oder ein Surfbrett sich ausleiht, aber ansonsten einfach nur entspannt. Heute sind wir entlang gefahren, an der Küste entlang, wir sind in Puerto Viejo und da stand ein Schild auf Spanisch und auf Englisch geschrieben, die weltbeste Pizza. Und als wir vom Schwimmen im Meer zurückkamen und doch Hunger hatten, hat Christoph gesagt, lass uns da einkehren bei der weltbesten Pizza. Wir sind dann dort eingekehrt, saßen am Anfang auch ganz allein mit Blick aufs Meer. Ich muss sagen, ob die Pizza die weltbeste war, das kann ich nicht sagen. Aber Fakt ist, er steht zu dem, dass er die weltbeste Pizza hat und ja, trägt es nach außen. Und es hat mich einfach animiert zu überlegen, wie positioniere ich mich? Und dir auch die Frage zu stellen, wie positionierst du dich? Wie zeigst du dich nach außen? Wie lebst du dein Business, dein erfülltes, dein glückliches Leben? Wie geht es nach außen?
Stehst du zu dem und kommunizierst du das? Können andere Menschen das sehen und erkennen, was du anbietest? Ja, und dann haben wir ja diese Woche auch ein Kleid gekauft bei Luna May. Luna May ist eine Frau, die von hier kommt und ja selber die Kleider auch designt und schneidern lässt. Sie lässt produzieren in ganz kleinen Läden, wo es auch keine Kinderarbeit gibt, wo die Frauen die Arbeit bekommen, damit die Kinder in die Schule gehen können. Und sie hat auch Modeschauen, aber da hat sie keine Models dazu, sondern die Models sind ihre Freunde. In, ja, so wie sie sind, ohne Modelmaße. Und für mich war noch ganz interessant, weil die Luna hat wirklich eine, ja, schaut einfach gut aus, hat eine tolle Figur. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, wow, so eine tolle Figur. Und das habe ich ihr dann auch gesagt. Und hat sie gesagt, oh, ich hätte eine tolle Figur. Früher in der Schule hat sie immer gedacht, weil sie so schlank, so schmal ist, sie kriegt keinen Mann ab, weil hier ist Fülle gefragt. Und auch das ist so ein Punkt, der einfach uns wieder, mich und vielleicht auch dich inspiriert, nachzuspüren, wie sehe ich mich selber? Wie sehen andere mich? Wie gehe ich mit dem um? Was ist stimmig und was passt? Ja, und was gibt's noch zu Costa Rica zu sagen? Costa Rica hat 100% regenerative Energie. Es gibt kein Militär in Costa Rica. Wir haben heute von unserem Hausherrn hier einen Tipp bekommen. Er hat uns begleitet zum Secret Pool, also ein Geheimpool sozusagen, ein geheimer Natural Pool. Wir sind am Strand entlang gefahren und dort gab es dann, da ist wirklich so gut wie keine Menschenseele, aber es gibt dort Riffe und Korallen und dann kann man im Meer reinlaufen, wie so einen Fußweg aus Sand im Meer drin und dann ist im Meer ein Becken, ein riesiger Pool, wo man einfach ganz entspannt drin liegen kann, schweben kann, ein Secret Naturpool. Entspanntes Leben genießen. Und das können und dürfen wir auch in unserem Business. Etwas machen, was uns Freude macht, was uns Spaß macht, aber ohne Druck, ohne Stress, sondern wirklich in einem entspannten, in einer entspannten Haltung, in einem entspannten Dasein, mit dieser Gewissheit und diesem Vertrauen, dass wir dem, was wir anbieten, was wir machen, dass wir unendlich viele Menschen bereichern können. Ja, ich hoffe, du konntest von dem Pura Vida für dich ein bisschen was mitnehmen. Du weißt ja, ich habe ein großes Anliegen. Ich möchte 1 Million Frauen zeigen, wie sie ein erfülltes, erfolgreiches und finanziell freies Leben führen können. Und da geht es darum, mit Leichtigkeit und entspannt dieses Leben zu führen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du sie teilst mit vielen Menschen und wenn du einfach dieses Pura Vida weitergibst, diese Dankbarkeit für das Leben, das uns geschenkt ist. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und denk dran. Henry Ford sagt, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Ich wünsche dir ein ganz besonders schönen Tag und natürlich ein glückliches, erfülltes und auch finanziell freies Leben. Deine Amata. Vielen Dank, dass du heute wieder bei Amatas Talktime dabei warst. Du weißt ja, dass du alle wichtigen Infos zum Podcast Frau und Geld auf ihrer Seite finden kannst. Schau einfach unter www.amatabayer.de. Dort findest du unter Podcast und unter dem Thema von heute kostenlose Trainings, Tipps, die Empfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Bist du selbstständig und hast es satt, Zeit gegen Geld zu tauschen? Dann zeigt dir Amata gern, wie du dir ein automatisiertes Einkommen aufbauen kannst. Bist du angestellt und hast es satt, dann zeigt dir Amata, wie du in 6 Monaten dein Einkommen verdoppeln und das machen kannst, was dir Spaß macht. Melde dich zum kostenlosen Webinar Frau und Geld an. Da zeigt dir Amata, wie du mit deinem eigenen Business richtig gutes Geld verdienen kannst. Und zu guter Letzt, denke immer dran, ob du glaubst, du schaffst es
oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Bis zum nächsten Mal bei Frau und Geld mit Amata Bayer.